Dieses Mal wollen wir uns die Bemessung von kurzen Revit-Wänden anschauen. Wir haben in unserem Projekt ja bereits Stützen, Balken und Platten bemessen. Das ging sofort hier in Revit über Sophistic Analysis. Wir können auch Wände bemessen. Dazu benötigen wir den Sophistic Structural Desktop, den SSD. Wir können das ja mal machen. Ich wechsle auf das Berechnungsmodell und schaue nochmal in die Einstellungen der Geometrie, der Vernetzung. Vielleicht nehmen wir eine etwas feinere Vernetzung von 50 Zentimetern und starten die Berechnung. Jetzt wechseln wir in den SSD. Wenn wir das noch nicht getan haben, werden wir nach einer Vorlagedatei gefragt. Ich nehme einfach die Sophistic Hochbau-Vorlagedatei und sehe entsprechend hier mein vernetztes System mit den Lastfällen. Wir sehen hier oben die Systeminformationen, Materialien, Querschnitte. Ich öffne mal den Einwirkungsmanager. Wir haben hier keine Windeinwirkung, deswegen nehme ich die raus, bestätige das. Dann sehen wir die Kombinationsvorschriften. Wir können mit der rechten Maustaste die Kombinationsvorschriften nochmal neu bilden. Gehen dann auf die Einzellastfälle, sage okay. Und der nächste Schritt sind die Überlagerungen. Auch die werden hier gerade neu gebildet. Und da bestätige ich ebenfalls. Und dann sehen wir als nächsten Schritt die Bemessungsparameter der Flächenelemente. Ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Da geht es halt darum, wo die Bewehrung liegt, was wir für Grundbewehrung haben. Und komme schon zur Bemessung. GZG nehme ich mal raus. Mache einfach die Bemessung GZT. Ich mache das hier im Schnelldurchgang, weil wir eigentlich zu den kurzen Wänden kommen wollen. Jetzt sage ich rechte Maustaste, will einen Task einfügen, um mir die Ergebnisgrafiken anzuschauen. Öffne das Programm, bekannt unter den Namen WinGraph oder Graphic. Hole mir mal eine Gruppenauswahl. Deaktiviere alle. Ich will nur die Gruppe 3, das sind die Wände im Erdgeschoss, sehen und drehe das Ganze mal auf diese Wandansicht. Ja, und kann dann entsprechend hier die Ergebnisse der Bewehrung mir anschauen für diese Wand beispielsweise Hauptbewehrung, Querbewehrung, Innen und Außen. So, also das ist Standard. So können wir die Wandbemessung durchführen. Häufig ist es aber so, und jetzt gehe ich zurück zum Revit, dass es Öffnungen in Wänden gibt und dann bleiben nur gewisse Wandteile übrig, die dann so kurz sind, dass man die Wand eigentlich gerne als Stütze bemessen möchte. Und wie geht das nun? Wir gehen mal hier in diese Ansicht und ich will eben unten in diese Wand, die wir uns gerade auch schon angeschaut haben, eine Öffnung einbringen. Ich gehe also auf Erdgeschossarchitektur und wähle eine Tür, einen Durchgang aus. Und das soll hier mal zum Beispiel dieser sein, 800 mal 200. Den setze ich jetzt hier rein. Okay. Und ja, wir wollen hier einen Abstand haben von beispielsweise 55 Zentimetern. Dann haben wir also hier jetzt eine kurze Wand, 55 und mal 30, weil die Wand 30 Zentimeter ist. Gehe ich zurück auf das Berechnungsmodell
und lasse das Ganze nochmal rechnen. So, gehe wieder zum SSD und lasse auch hier einmal das Ganze neu rechnen. Dann werden wir gleich unsere interaktive Grafik wiedersehen. Da ist sie. Wir sehen also die Wandbewehrung, können wir wieder über die AS-Werte gut ablesen. Aber dieses Stück Wand jetzt hier, dieser kleine Wandbereich, ja, das wäre gut, wenn wir den als Stütze betrachten könnten. Dazu gehen wir jetzt also ins Revit hinein und wir sind in dem Kartenreiter Stochastic Analysis und wählen uns zunächst mal die Wand, um die es geht, hier aus. Das ist diese und holen uns die mal ein bisschen hervor und schauen von einer Seite drauf, zum Beispiel von hinten. Jetzt gibt es auf dem Analysis-Kartenreiter hier den Punkt Bemessungselemente. Wenn Sie meine Videos zur Erdbebenbemessung gesehen haben, dann kennen Sie schon den ersten Punkt Gebäudekern. Wir finden hier jetzt noch drei weitere Auswahlpunkte und wir werden uns alle nacheinander anschauen, aber in diesem Video geht es um diesen Punkt hier, Wandstreifen. Ich will nämlich jetzt einen Wandstreifen definieren. Wenn ich darauf klicke, dann sehen wir, wird das hier die Ansicht verändert, sodass nur noch das analytische System zu sehen ist. Und nun kann ich hier ein sogenanntes Bemessungselement hineinlegen. Ich klicke hier mal hinein, bestätige das mit Escape und will jetzt genau diese kurze Wand hier sozusagen beschreiben. Ich ziehe das nach drüben und jetzt sehen wir genau hier diese 55 cm habe ich jetzt eingestellt. Hier sieht man es auch nochmal im Eigenschaftenfenster. Ich habe also hier genau ein Bemessungselement reingelegt, was die Elemente im Bereich von 55 cm aufintegrieren soll. Schauen wir mal von oben drauf. Dann ist das jetzt noch ohne oder quasi ohne Dicke. Hier stehen 5 cm. Dort schreibe ich mal 30 cm rein, weil das ja die Wanddicke ist. Und jetzt können wir auch sehr gut hier dieses bläuliche Rechteck sehen. Das ist also genau unser Wandpfeiler, den wir jetzt beschrieben haben. Hier taucht es auch auf. Wir sehen, das ist ein Bemessungselement, ein Sophistic-Bemessungselement. Und wir können dem einen Namen geben. Ich gebe hier einfach mal eine 1 hinter, also Wallstrip 1. Was soll es sein? Es soll natürlich als Stütze bemessen werden. Wir wollen, dass es einen Querschnitt bekommt, einen Bemessungsquerschnitt angelegt wird. Und dann können wir die Bemessungsschnitte, also über die Höhe hier festlegen. Standardmäßig ist eingestellt, alle Zehntelspunkte wird ein Bemessungsschnitt durchgeführt. Das ist jetzt hier, finde ich, für dieses Beispiel nicht erforderlich. Ich nehme mal die ungeraden Zahlen raus, sodass ich also hier alle in 20stel Schritten eine Bemessung durchführe. Hier sehen wir die Ordinaten und bestätige das wieder. Nun nehmen wir den 3D-Schnittbereich wieder raus, dass wir das Gesamtmodell sehen. Damit ist jetzt also dieses Bemessungselement definiert. Wenn ich mal drehe und zoome, sehen wir das auch hier in rosa angelegt. Nun führen wir also wieder eine Berechnung durch, lassen das Ganze nochmal neu rechnen. Okay, gehen erneut zu unserem SSD hinüber und müssen jetzt nochmal schauen, im Einwirkungsmanager hatten wir ja vorher schon reingeschaut. Da haben wir jetzt
unseren Wind nochmal drin. Der kommt aus Revit. Ich hätte ihn in Revit löschen sollen, kann ich aber hier auch nochmal machen. Dann brauche ich es nicht jedes Mal zu tun. Was aber wichtig ist, hier die Kombinationsvorschriften. Die sind auch korrekt. Lasse ich trotzdem nochmal neu rechnen. Einzellastfälle, die waren auch okay. Aber jetzt bei den Überlagerungen müssen wir mal schauen, ob da jetzt auch die Überlagerungen für die Bemessungselemente vorhanden sind. Und die sehe ich im Moment nicht. Deswegen sage ich rechte Maustaste, neu initialisieren. Und jetzt sehen wir hier die Bemessungselemente. Jetzt tauchen sie auf. Jetzt kriegen wir also Ergebnisse dafür. Ich bestätige das. Die Überlagerung wird durchgeführt. Dauert wieder einen kleinen Augenblick. Die Bemessungsparameter sind unverändert. Die Bemessung der Flächenelemente, das ist auch unverändert. Und wenn ich die bisherige interaktive Grafik mir nochmal anschaue, dann ist das auch alles unverändert. Aber jetzt können wir hier rechte Maustaste sagen, Task einfügen und dort eben eine Bemessung für ein Bemessungselement hier wählen. Dieses ist in dem Fall sinnvoll, GZT-Bemessungselement. Ich mache einen Doppelklick drauf. Und wir sehen also hier die Lastfallauswahl, die lasse ich so eingestellt. Hier kann man noch eine Staffelung einstellen. Sicherlich vor allem bei Unterzügen sinnvoll. Ich sage mal hier konstant für den Querschnitt. Und hier bei Design-Elemente taucht jetzt auch unser Design-Element mit dem Namen 1 auf. Textaufgabe lasse ich eingestellt. Grafiken, ja, brauche ich hier nicht, die nehme ich mal raus und lasse das Ganze rechnen. Und wenn wir jetzt uns das Ergebnisprotokoll ansehen, sehen wir, dass jetzt genau eine Bemessung durchgeführt wurde für unser Bemessungselement als Druckglied. Und wir sehen eine erforderliche Bewehrung. Wenn ich mal auf die erforderliche Längsbewehrung gehe, hier sehen wir 6,78 aufgeteilt auf zwei Ränge, 4,52 und 2,26. Wo kommt das her? Gehen wir nochmal auf Revit. Wir hatten bei der Erstellung des Bemessungselements hier ein Häkchen gesetzt, dass ein Querschnitt erzeugt wird. Und dieser Querschnitt, der ist hier auch zu finden. Dort ist er. Wallstrip, Stütze. Und wenn ich dort draufklicke, wir sehen hier also den Querschnitt 30 auf 55. Und hier unten sehen wir, dass voreingestellt sein sollen Durchmesser 12 und zwar in den vier Ecken und noch zwei auf der langen Seite. Das sind also Durchmesser 12, 1,13 Quadratzentimeter in den vier Ecken sind 4,52 als Mindestbewehrung eingestellt und zwei zusätzliche in also diesem sogenannten Rang 3. Und das ist genau, was wir hier wiederfinden. Es ist jetzt also nicht mehr erforderlich als die Mindestbewehrung, aber wir sehen genau die 4,52, das sind die vier Eisen in den Ecken und die 2,26, das sind die 2,12er auf den Längsseiten. Ja, erforderliche Schubbewehrung ist natürlich 0, ist jetzt auch nicht anders zu erwarten gewesen und hier sieht man auch nochmal den Querschnitt. Ja, das ist also eine schöne neue Möglichkeit, die Sophistic hier zur Verfügung stellt, damit man kurze Wände als Stütze bemessen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.